Missbrauch. Wodurch entsteht Missbrauch und wie kann man ihn auflösen? Sehr häufig und immer häufiger begegnen mir missbrauchte Menschen. Sowohl im alltäglichen Leben als auch bei uns im Seminar. Sie sind überwiegend Frauen, aber nicht nur. Was ist denn Missbrauch? Das Wort selbst besteht aus zwei Anteilen, nämlich Miss, was für falsch steht, und Brauch, was für gebrauchen, für nutzen steht. Der Missbrauch ist also ein falsches Gebrauchen anderer Wesen oder sich selbst. Wir leben in dieser Welt mit anderen Menschen und Wesen, und dass wir diese brauchen, liegt auf der Hand, denn sonst wäre dieses Leben ein sehr einsames. So. Und dabei machen wir voneinander Gebrauch. Das ist ja ganz normal. Doch wann wird der Gebrauch zum Missbrauch? Nun, immer da, wo der Mächtigere den Schwächeren mit Hilfe von Gewalt zu etwas zwingt, was nur der Stärkere von den beiden möchte. Und Gewalt gibt es dabei in offensichtlicher Ausprägung, zum Beispiel körperliche Gewalt, aber auch in subtileren Ausprägungen, zum Beispiel Manipulation. Aber auch durch Systeme. So ist zum Beispiel der Kapitalismus in seiner ganzen weltumspannten Struktur ein Missbrauchssystem. Ja, das habe ich als Diplomkaufmann schon sehr früh begriffen. Der missbrauchte Mensch erlebt den Missbrauch als echte Gewalt, die sich über kurz oder lang auch in einer körperlichen Symptomatik niederschlägt. Ja, und es gibt sogar einmalige Missbrauchssituationen, die sofort eine tiefe Scharte im Missbrauchsopfer schlägt. Ja, und das ist das Eigenartige. Jene Missbrauchsscharten scheinen weitere Missbräuche magisch anzuziehen. So als ob das, was im Dunkeln ruht, auf sich aufmerksam machen wollte, so dass es nun endlich erlöst und befreit werden kann. Missbrauchte Menschen wählen meist zwischen zwei verschiedenen Umgangsweisen mit den ungelösten eigenen Schatten auf der Seele. Entweder sie werden oder sie bleiben in der Opferrolle, so Frauen machen das überwiegend so, oder sie nehmen die Täterrolle ein, Männer machen das häufig so. Und dadurch schließt sich der Kreis, eine andauernde Aneinanderreihung von Übergriffen, es ist wie ein endloser, grausamer Tanz zwischen Tätern und Opfern. Manche Missbrauchslinien, wenn man genau hinsieht, lassen sich über Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Jahren zurückverfolgen, über Generationen. Von der Großmutter auf die Mutter, von der Mutter auf den Sohn und so weiter. Und diese Eigendynamik läuft aus sich heraus, so wie ein Dominostein, der immer wieder den nächsten umwirft. Eine eigene dunkle Energie ist das, die aus sich selbst entsteht und sich selbst am Leben hält. Und erst wenn ein Dominostein in dieser Reihe mal stehen bleibt, dann endet dieser Wahnsinn. Doch wie passiert das, dass ein Dominostein nicht umfällt? Es braucht einen hohen emotionalen Aufwand für einen Menschen, um sich diesem finsteren Sog, diesem Teufelskreis zu entwinden. Und dieser Aufwand besteht meist aus zwei Anteilen. Einerseits dem Schutz, und andererseits der Heilung. So, das Schutzeswerkzeug ist die Wut. Und der Heilungquelle ist die Vergebung. Mal in ein Bild gesprochen, ein Ritter, dessen Brust in der Schlacht verletzt wurde und die nun eitert und schmerzt, der muss sich erstmal schützen, indem er eine Rüstung anlegt, denn sonst werden immer wieder Schläge und Streiche auf der Wunde landen. Und erst dann kann die Wunde aus sich selbst heraus heilen. Und ist die Wunde dann verheilt,
Ja, dann kann es sein, dass er fortan nur noch dem Frieden und der Liebe dient, weil er nun weiß, wie schrecklich die Folgen des Kampfes und des Krieges sind. Er hat aus seinem Schicksal eine Bestimmung gemacht, aus seinem Karma ein Dharma. Wenn du nun einen Missbrauch in dir trägst, so finde ihn, indem du ihn ganz fühlst und annimmst in dir und aus dieser Präsenz nun die unverrückbare Entscheidung triffst, dich zu schützen. Zur Not mit einer gerechten Wut. Finger weg! Das will ich nicht. Doch das ist nur der erste Schritt. Liebe ist dabei. Ja, dann würdest du zu dem, was du fürchtest. Du würdest zum Täter werden an den Menschen, die eigentlich nichts mit dem ursprünglichen Missbrauch zu tun haben. Und daher, der zweite Schritt ist nun die Vergebung. Nur sie lässt die Wunde heilen. Übe dich in Mitgefühl für den Menschen, der dir etwas angetan hat. Du musst ihn nicht lieben und auch nicht ihm nahe sein. Aber mache dir bewusst, dass niemand, wirklich niemand Böses einfach nur aus Spaß an der Freude tut. Jede schreckliche Tat ist die Folge einer früheren schrecklichen Tat. Und der Täter hatte vielleicht einfach nicht die Möglichkeit oder die Stärke oder die Klarheit, die Kette zu durchbrechen. Ich vergebe dem anderen und vergebe vor allem auch dir selbst. Viele Missbrauchsopfer leiden vor allem daran, dass sie sich selbst eine Schuld geben. Doch Schuld ist ein Wort aus einem veralteten Konzept, welches noch nie etwas Schönes hervorbrachte. Das Leben besteht aus Ursache und Wirkung. Und die Liebe ist das göttliche Element, welches uns auf dem Pfad des Lebens leitet, wenn wir sie lassen. Alles Liebe, Dirk Liesenfeld.